Yo, Freunde, und herzlich willkommen zu dieser wirklichen Special-Aufnahme. Und dafür muss ich ein bisschen auf meinen anderen Bildschirm schauen, denn das Ganze ist nachkommentiert und nur dort sehe ich es. Die Beleuchtung ist auch ein bisschen wack, aber das macht ja nichts. Dafür ist der Content wirklich nice und wir das sicherlich, wie ich mich kenne, schon den Titel entnehmen konntet. Ist es diesmal soweit? Es gibt 2800 Coins. Dazu den neuen Herzensrekord mit 55 Herzen. Wer will, kann das gerne mal ausprobieren. Und wenn ihr das wirklich schaffen solltet, meine Freunde, dann könnt ihr mir das gerne via Facebook und Twitter posten. Über 2800 Punkte und über 55 Herzen wäre auf jeden Fall eine ganz nice Aktion. Facebook und Twitter wäre auch unten in der Videobeschreibung. Die Maps, die ich gewählt habe, sind fast identisch wie beim letzten Mal. Eine kleine Änderung, da viele gesagt haben, yo, Cranky, it's me, Mario, ist zwar eine gute Map, aber, Digga, Bunker ist besser. Und ich habe da mal so 5, 6 Mal Bunker gespielt, mir ist aufgefallen, Freunde. Jungs, Bunker ist besser als It's Me Mario. Und deswegen habe ich Bunker mit It's Me Mario ausgetauscht. Also die erste Map ist LSD, wie ihr schon sehen könnt. Danach kommt Bunker und dann kommt noch Nether. Meiner Meinung nach jetzt wirklich das Optimum an Coin-Maps. Hier hatte ich auch noch so ein kleines bisschen Zeit, wollte noch rumschauen, habe dann nichts gefunden, bin runtergegangen mit 896 Coins. Erste Map. Kann man machen, war jetzt halt nicht so die Überrunde, aber ich finde LSD ist sowieso nicht mehr so die krasse Coin-Map. Und von dem her war das schon ganz in Ordnung. Ich finde Bunker tatsächlich besser als LSD und Nether aber immer noch am besten. Ne? Ich muss sagen, es war gar nicht mal so eine heftig gute Aufnahme. Wir hatten irgendwie 10 oder 11 Spieler am Start. Dabei, ich glaube, die sind sogar auch bis zuletzt geblieben. Hier seht ihr schon der erste Fall. Ich kann euch schon mal spoilern, es kommt leider noch einer. Das tut natürlich dann schon ganz schön weh bei so vielen Punkten. Aber die Gegner waren ein bisschen wieder mal Brain AFK und dementsprechend ja, konnte ich das Ganze dann doch noch ganz gut kompensieren und habe dann die Punkte ja, ganz locker wieder reinbekommen. Ab dem Ende der dritten Map werde ich dann auf jeden Fall auch mal wieder live reden, aber ich möchte jetzt, währenddessen das geile Gameplay noch so läuft, euch noch so ein bisschen was sagen, denn ich werde auf jeden Fall heute streamen und zwar wird das Takania 2 sein. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Start wird so gegen 19, 20 Uhr sein auf Twitch. Das ist nichts mit Minecraft, also das ist wirklich nur ganz optional, wer Bock hat. Aber morgen wird es dann auch nochmal einen Livestream geben auf YouTube, wo ich dann definitiv ein bisschen Minecraft spielen werde. Der Start wird auch so 17, 18 Uhr sein. Da ist der Link auch unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr dann draufklicken. Da ist dann ein Timer, wo ihr sehen könnt, wann der Livestream dann genau startet. Es würde mich auf jeden Fall richtig freuen, wenn ihr ein bisschen aktiv beim Livestream auch dabei seid und deswegen checkt den Link unten in der Videobeschreibung ab. Ich werde das Ganze dann auch noch auf Facebook und Twitter posten, dass ich dann da online bin. Von dem her, keep cool, guys. Ihr werdet dann auf jeden Fall alle Infos dann noch bekommen zu dem Minecraft-Stream. Und ja, der zweite Fail, den habt ihr gerade schon gesehen, recht bittere Pille. Aber ich habe dann mir so gedacht, komm, I give a fuck und ja, bin dann einfach weitergegangen, weil ihr müsst wissen, ich habe schon so um die 20 Versuche gebraucht, da bin ich ganz ehrlich mit euch. Und normalerweise, wenn ich ja zweimal runterfall, dann ist es eigentlich schon RIP. Weil für den Rekord, den Minus-Dude aufgestellt hat, auch Shoutouts an ihn, ich war in seinem Livestream auch mal dabei, ein wirklich netter Dude. Okay, der Wortwitz. Der hat ja 52 Herzen bei einem YouTube-Video gezeigt. Das ist, ich glaube, der YouTuber-Rekord. Bis jetzt habe ich noch nichts Besseres gesehen. Ich habe noch von einem, ich nenne ihn jetzt einfach mal nicht YouTuber, weil da jetzt halt nicht so viele Videos drauf waren. Der hat tatsächlich 53 Herzen geschafft und ich habe das mal so ausgerechnet. Das ist ja dann 53 Herzen, also sprich 43 extra Herzen mal 60. Das werde ich euch jetzt mal eben einblenden, wie viel das ist. Und ich habe halt rund 2700 angepinkt. Und wie gesagt, wenn man zweimal runterfällt, dann war das dann eigentlich schon ein rechter RIP.
weil man kann das kaum mehr aufholen. Aber ich dachte mir, komm, ich spiele die Runden immer zu Ende, denn YouTuber hat keinen Cooldown, der kann immer rausgehen. Nicht wie beispielsweise Non-Premi oder ich glaube, Premis ist das ja genauso, weil Premis können, wenn sie rausgehen, oder haben sie auf jeden Fall dann so eine Sperre. Und das war auch noch, habt ihr ja gesehen, jemand hat vor mir beendet, die Coins, die sind mir auf jeden Fall auch durch die Lappen gegangen, Alter. Ist auf jeden Fall ganz bitter gewesen. Also Bunker ist zwar eine geile Map, aber für uns lief es jetzt halt wirklich überhaupt nicht gut. Zweimal runtergefallen und dann nicht mal beendet. Also schlechter kann es eigentlich gar nicht mehr laufen. Aber dennoch habe ich über 2800 Coins bekommen, was mich auf jeden Fall bestätigen lässt, dass man locker, also wirklich locker, wenn man jetzt halt nicht zwei Fails macht und dann noch beendet, auf 3000 plus kommt. Und Freunde, das will ich euch noch zeigen. Und wenn dieser Zeitpunkt irgendwann mal kommt, wo ich 3000 plus hinbekomme, dann will ich die absolute Eskalation. Dann will ich die absolute Eskalation, was Liken, Teilen angeht. Weil das ist nicht, also eine 3000 plus Aufnahme ist nicht selbstverständlich. Und die Runden starten ja erst mit 8 Spieler. Und da muss man ja schon ein bisschen gut spielen, dass man da 3000 plus hinbekommt. Da habt ihr gerade auch eine ganz lustige Aktion gesehen. Er hat mich ja versucht runterzukicken. Ich dann ganz panisch, Alter, wie beim Panic Knife in COD, habe ich dann, bin ich weggesprungen, wie ein hoppelnder Hase. Bin dann einmal rum den Coinblock noch schnell vor seiner Nase weggesnackt und dann ihn noch runtergeschubst. Auf jeden Fall eine ganz dreiste Aktion. Und ich würde fast behaupten, wir sehen uns jetzt halt hier beim Live-Commentary noch und dann auch bei meiner Live-Reaction. Das Ganze wird jetzt halt hier so in den nächsten 30 Sekunden starten. Da habe ich noch einmal nachgeschaut. Yo, ich habe genug Points und die anderen sind auch weit weg. Dann dachte ich mir noch so, diesen Block mitnehmen, Musik aus und let's go. Oh mein Gott, Freunde, ich bin gerade am Musik hören und so gewesen. Ich hätte niemals gedacht, dass das jetzt wirklich real wird. Ich kann sogar jetzt hier unten noch so ein bisschen rumchillen. Oh shit, Freunde. Ich habe eigentlich so scheiße gespielt, aber die Gegner waren noch schlechter. Alter Schwede, ich habe 2761 Coins gerade. Na gut, ich kriege jetzt hier nichts mehr, aber scheiß einfach drauf. 2881. Das wird ein neuer Rekord, was die Herzensanzahl angeht. Das Größte, was ich jemals gesehen habe, war 53 Herzen. Und schaut mal, was der Cranky Crafter jetzt macht. Erstmal das Licht an. Er macht jetzt einfach, oh mein Gott, 10, 20, also 30 extra Herzen dazu, insgesamt 40. Meine Freunde, 50 extra Herzen jetzt hat. Oh shit. 51, 52. Das ist der YouTuber-Rekord, den ich gesehen habe. 53 ist ein Rekord von irgendwie so ein Random. 54. Ja, moin. Alter, 54 Herzen, 54 Herzen, leck mich doch am Arsch, was ist denn jetzt los? Ja komm, ihr wollt es doch sicherlich, oder? Ich mach noch 55, okay, dann kaufe ich mir jetzt einfach nochmal, ja, scheiß drauf, ein Steinschwert und 3 Gaps. Jungs und Mädels, aber ich sag's euch ganz ehrlich, da geht noch viel, viel, viel mehr. Also ich werde, insofern ihr das wollt, dann müsst ihr aber echt, also diese Aufnahme, die hat mich schon ewig lang gebraucht und da will ich mindestens so 800 Likes. 800 Likes müssen da drin sein. Dann werde ich mich nochmal hinschwitzen und nochmal versuchen, eine bessere Aufnahme rauszuzaubern. Und nochmal mehr Herzen. Da will ich die 55 Herzen, was der momentane Rekord ist, den ich ever gesehen habe, will ich dann überbieten. Und ja, Eisenrüstung. Oh mein Gott. Digga, das wär's. Oh mein Gott. Den habe ich auch noch so weggeklatscht. Nee, das Glück ist auf unserer Seite. Ist einfach... Oh ja, da ist sogar noch ein kleines bisschen Upgrade. Gib mir deine Dia-Boots. Komm schon. Ja, geil. Komm, noch ein kleines bisschen mehr. Ja, ja. Vielleicht hat er sogar noch ein... Oh shit, oh shit. Oh shit, Mates. Alles klar. Das könnte... Hey, warum ist der jetzt ein Goldäpfel? Goldäpfel vor allem. Oh, ich bin ein kleines bisschen hier am Zit. Yo, was gebe ich Ihnen denn für Kombos? Oh nein, da kommt jemand. Oh nein, 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 nein. Hört einfach auf. Das ist halt echt ein bisschen schade. So Feuer oder so wäre halt... Er hat sogar noch einen OP-Bogen. Oh ja, das tut weh. Oh.
Das tut tatsächlich ziemlich weh, wenn jemand einen OP-Bogen da noch dazu hat mit Feuer drauf. Ich bräuchte am besten sein Equipment da hinten, weil der dürfte eigentlich ganz gut runtergehauen sein. So, der andere verfolgt mich jetzt. Scheiße, Alter. Oh nein, kann man da durch? Ja, kann man. Ja. Weg von hier. Ich bräuchte ein kleines Upgrade. Am besten ein besseres Schwert und ein bisschen bessere Rüstung. Ich meine, okay, wir haben viel Leben, aber yeah, so ein Bogen macht halt einfach 8. Okay, den brauchen wir. Okay, den brauchen wir einfach. Ja, komm her, Alter. Okay, hat Feuer. Das müssen wir auf jeden Fall gut hitten. Wir hitten ihn wirklich nicht schlecht. Ich weiß halt nicht, wie viel Leben er hat. Oh mein Gott, jetzt teilt er aus ohne Ende. Das kann natürlich jetzt hier schon RIP sein. Aber ich glaube, er dürfte gar nicht mehr so viel haben. Oh mein Gott. Scheiße. Oh, Freunde. Das ist der RIP. Wie viel Herzen hat er noch? 5. Ja, was soll man machen? Ist natürlich sehr schade. Aber das ist es halt einfach. Die Challenge ist schwer. Weil extra Herzen bringen einen prinzipiell ja gar nichts mit schlechtem Equipment. Und von dem her, ja, wir haben sowas von gehittet, aber mit einem, ja, Steinschwert, da gewinnst du nichts. Da gewinnst du keinen Blumentopf. Von dem her, Freunde, ich werde mich nochmal in die Challenge setzen, insofern ihr das wollt. Ich hab's euch gesagt, 800 Likes müssten schon drin sein. Also, komm, das ist ein echt Premium-Content. Auch wenn es jetzt halt hier kein Win war. Von dem her, euch noch einen wunderschönen Tag. War ein kleiner Shorty, aber yo! Da bin ich erstmal nackt unterwegs. Macht's gut und ciao. Cranky Capone, yeah.